dich in ganz großen Höhen bewegst, dann ist es sehr gefährlich, dass man einfach sagt, das Leichteste ist jetzt einfach am Rasten. Dass der Wille zusammenbricht und dass jemandem der Tod sehr leicht fällt. Viele deiner besten Freunde, die gibt's nicht mehr, die sind am Berg ums Leben gekommen. Und du bist ziemlich allein jetzt. Es ist schon sehr bedenklich, wie viele Freunde doch auf der Strecke geblieben sind. Und das waren alles Freunde, die nicht leichtsinnig waren. Wir haben kein Mitleid verdient, weil wir werden ja von niemandem hochgeschickt. Auf der Couch sitzend habe ich den Wert des Lebens nie gespürt. Wo ich sowas von klar denken musste, so aufpassen aufs Leben musste, dann habe ich den Wert des Lebens kennengelernt. Das war wahrscheinlich ein Grund, warum ich immer wieder diese Abgeschiedenheit und die Gefahr gesucht habe. Hans, hörst du mich? Hans, hörst du mich? Du Kinderdelli von dem scheiß Barbohr! Das waren die härtesten Minuten meines Lebens.